Michael Essien. Die Hälfte von denen hier kennt man überhaupt nicht. Total bescheuert. Ich glaube, ich hole mir Khedira, ne? Oder? Ich glaube schon. Sami Khedira. Ich weiß nicht, der hat nicht die Powerwerte, so glaube ich. Antritt 58, Sprintgeschwindigkeit 61. Was gibt's hier noch so? Mentale Attribute. Wie gut kann er denn so verteidigen? Steht das hier überhaupt irgendwo? Spezialitäten? Manndeckung. Song kann ich von Barcelona holen. Toulalan. Was hat der so für Werte? Auch, ist auch ziemlich langsam. Song ist, glaube ich, jemand, den, weil der ist halt ziemlich viel wert wahrscheinlich, ne? 8,5 Millionen. Wobei, aber ich glaube, ich würde mir mal. Mal gucken, ich probiere es mal mit Song hier. Mal sehen, FC Barcelona kontaktieren für Kauf, genau. Ich werde vielleicht noch auf 9 Millionen hochgehen. Das dauert hier relativ lange, irgendwie. Kann das sein? Ja, 3 Stunden später. Boah, wieso dauert das denn so lange? Ich will doch nur 500.000 hochgehen. Und der schafft hier 100.000 innerhalb von, weiß ich nicht, 10 Sekunden oder 20 Sekunden. Kann doch nicht sein. Da machen wir ein bisschen schneller hier. Kann man das nicht irgendwie beschleunigen? Ich weiß es gar nicht. Ich mach jetzt mal 8.750.000 natürlich. und dann, ja, Angebot absenden auf jeden Fall. Ich glaube, Song ist ein ganz guter Spieler. Hat gute Defensivwerte und ist auch ziemlich stämmig. Also hier so körperlich gut. Oder körperlich aktiv. Und dann, ja. Mach ich mal weiter. So, sehr geehrter Herr Wizkid, der Vorstand hofft auf eine erfolgreiche Saison und freut sich darauf, was Sie aus dem Team herausholen werden. Wir werden Sie hauptsächlich an Ihrem Erfolg in der Liga messen. Als Ligasaisonziel haben wir Folgendes festgelegt. Ligameister werden. Okay, das heißt, ich muss gleich schon in der ersten Saison auf jeden Fall schon mal Meister werden. Ob das so einfach wird, vor allem gegen Bayern, das wird zu bezweifeln sein. Aber na, ich werde mein Bestes geben. Sollte dieses Ziel möglicherweise über einen Pokalwettbewerb erreicht, das Ligaziel jedoch verfehlt werden, könnte das nicht genügen, um unsere Kriterien zu erfüllen. Danke, Dortmund-Vorstand. Okay, das heißt, ja, also da ich ja keinen Pokalwettbewerb habe, wobei doch, ich habe einen Pokalwettbewerb, aber keinen internationalen. Also ich glaube, wenn man, ja, wenn man die Liga den Pokal gewinnt, dann zählt das auch sozusagen als Ligameister. Aber hier steht ja, dass es vielleicht doch trotzdem nicht genügen wird. So, mach ich mal zurück. Nationales Pokalziel. Wir haben uns Gedanken über unsere Chancen im nationalen Pokal gemacht. Uns wäre ein richtiger Pokallauf recht und wir würden es begrüßen, wenn sie Folgendes erreichten. Finale. Ja. Was die Sache nicht einfacher macht. Das heißt, ich muss Meister werden und das Finale im Pokal erreichen. Also, ob ich das schaffen werde, naja, wir werden sehen. Geschäftsführer. Wichtige Infos zum Transfermarkt. Der Transfermarkt ist jetzt offen. Bitte nicht vergessen, dass der Wert eines Spielers sich an dessen Formstärke, der verbleibenden Vertragslaufzeit, seinem Status im derzeitigen Verein und diversen anderen Faktoren bemisst. Zusammengenommen sind diese entscheidend, für welche Summe ein Spieler wechselwillig ist. Sollte ich es für nötig befinden, werde ich Transferverhandlungen kommentieren. Letztlich liegt es aber am Trainer zu entscheiden. Grüße, Geschäftsführer. Ja, das sind ein paar Infos zum Transferdingens hier, zum Transfermarkt. Aber so wichtig ist es, glaube ich, nicht. Ich mach mal weiter hier. Chelsea hofft, Gomez zu verpflichten. Das ist schön für sie. Aber das hier dauert immer so lange, der Vorspann. Wen die ganzen Clubs alle verpflichten möchten, was ist das? Transferangebot abgelehnt. Wir haben ihr Angebot für Alexandre Song geprüft und können ihre Bedingungen nicht akzeptieren. Grund, der Spieler ist erst kürzlich zu diesem Verein gewechselt, ist also nicht verfügbar. Okay, das heißt, ich werde mal kurz nach einem neuen gucken. Trainerbüro will ich natürlich nicht. Hallo? Nee, ich wollte Transfers und zwar einen Spieler kaufen. So, dann suche ich jetzt nochmal einen. Song ist dann natürlich nicht, beziehungsweise könnte ich nicht nehmen. Toulalan, ja, was, der ist aber ziemlich langsam, habe ich gesagt. Ateta, der ist auch eher der, ich glaube, der offensive Spieler. Ich weiß nicht, ob der gute Defensivwerte hat. Steht das hier irgendwo? Ja, Manndeckung zum Beispiel 62. Das ist nicht das, nicht so gut, nicht so, naja.
Da gibt es bessere, sagen wir mal so. Ich überlege mir wirklich, ob ich Luis Gustavo hole, weil der ist auch erst 24. Hat ganz gute Werte, wie man hier sieht. Antritt 76, Springgeschwindigkeit 74. Er spielt zwar bei Bayern, aber könnte man den zumindest mal einen guten Spieler wegschnappen, ne? Wäre auch nicht so schlecht. Naja, was heißt guten Spieler? Also in echt spielt er noch nicht mal mehr, weil die halt hier den Martinez verpflichtet haben, ne? Oh, Brainiac, den kann ich auch noch irgendwo von der WM noch. Er ist so viel wert, okay. Ist eigentlich der offensive Mittelfeldspieler. James Milner, den habe ich in meinem Ultimate Team, glaube ich, mal gehabt. Ist auch gar nicht mehr so schlecht, ich guck mal kurz. Ich glaube, ich probiere es mal mit Milner jetzt hier. So, ich werde dann hier auch mal einfach mal unterschreiben. Angebot absenden. Mal sehen, vielleicht kriegen wir den ja. Könnte ja sein. So, gehen wir wieder zurück und machen. Lol. Nee, Spieler kaufen wollte ich natürlich nicht. Sondern weiter. Geschäftsführer, Transferangebot. Wir haben ein Transferangebot für Felipe Santana erhalten. Nee, den würde ich glaube ich nicht gern weggeben. Deswegen lehne ich das mal ab. Angebot absenden. Auf jeden Fall der geilste Verteidiger, habe ich ja schon mal gesagt. Den will ich auf jeden Fall verhalten. Genau, verhalten. Nee, natürlich behalten. Und deswegen werde ich den auch nicht verkaufen. Spurs jagt Benzema. Benzema, willst du Tottenham gehen? Also, ob das so der richtige Club für ihn ist, weiß ich nicht. Ja. Inakzeptabel. Die Summe ist zu niedrig. Wir sind der Ansicht, dass er mehr wert ist. Was James Milner betrifft, haben wir feste Preisvorstellungen in Höhe von 12 Millionen. Wenn Sie Ihr Angebot erhöhen, sind wir gerne dazu bereit, die Sache noch einmal zu überdenken. Okay. Ich kann vielleicht mal auf 10 Millionen machen. Kann man das nicht irgendwo eingeben oder so? Ah, geht doch. So, nee. 0 Millionen will ich natürlich nicht. Also hier 0 und da 1. So. 10 Millionen. Mal sehen, ob der mit 10 Millionen einverstanden ist. Er meinte ja eben 12 Millionen wäre angemessen. Ich weiß noch nicht. Kann ja sein, dass er. Ich will ja nicht gleich auf 12 Millionen gehen, weil so viel Geld habe ich denn auch nicht, ne? So. Marc Nationaltrainer. Ja, das will ich jetzt nicht alles vorlesen, aber ich denke mal, wir haben die Möglichkeit, irgendwann mal Nationaltrainer zu werden. Ja. Beschäftigen uns später damit, ist jetzt noch nicht so interessant. Transferangebot. Wir haben ein Transferangebot für Lukas Piszczek erhalten. Nee. Lukas Piszczek ist auch sehr geil. Einer meiner Lieblingsspieler von Dortmund und deswegen auch ablehnen. Ich glaube, ich werde so gut wie alles ablehnen, außer für irgendwelche, die ich überhaupt nicht mehr brauche. Also, ja. Transferangebot für Götze natürlich nicht. Also irgendwie, man kriegt immer übertrieben viele Transferangebote, damit die einem dazu leiten, irgendwie, dass man die ganzen Spieler abgibt, aber. Lol, was war das jetzt? Gerade irgendwas in Barcelona? Ach, Barcelona will Aguero haben. Ja, das ist schon wieder inakzeptabel. Mache ich mal 11 Millionen. Oh, ja, 110 Millionen, genau, auf jeden Fall. Spieler auswählen, ja. Mal sehen, ich weiß nicht. Könnte ja diesmal klappen. Aber für mehr als 12 Millionen werde ich ihn noch nicht holen dann. Real Madrid wird Tevez haben. Ja, dann wird hier Man City von den spanischen Clubs so langsam aufgekauft, ne? Für Sven Bender. Ich glaube, es könnte, wobei der ist noch relativ jung, ne? Ich weiß nicht, ob ich Sven Bender verkaufen soll. Wenn es mit dem Transfer jetzt nichts wird, mit Luis Gustavo war das, glaube ich, dann hätte ich halt noch Leitner und Bender halt, wäre die zweite Möglichkeit. Deshalb, weil Kehl ist irgendwie zu alt, zu langsam, finde ich irgendwie nicht so toll. Deswegen werde ich den auch mal ablehnen, glaube ich. Also ich war gerade kurz am Überlegen. Aber da er noch relativ jung ist, kann er sich auch noch gut entwickeln, denke ich mal. Dann werde ich den erstmal auch ablehnen. Angebot akzeptiert. Für 11 Millionen, das ist doch schon mal gut. Anstatt für 12 Millionen habe ich ihn für 11 Millionen bekommen. So, und das würde ich mal, denke ich mal, alles so lassen. Ist ja nicht so wichtig eigentlich. Ich werde jetzt mal absenden, mal sehen, ob sie akzeptieren. Für James Milner dann. Genau, James Milner habe ich geholt, nicht Luis Gustavo. So war das ja. Angebot akzeptiert, sehr schön. Zuspieler akzeptieren, ablehnen und dann würde ich ihn natürlich akzeptieren, sonst hätte ich ihn ja nicht gekauft, beziehungsweise nicht kaufen wollen. So, dann haben wir ihn bestätigt und jetzt denke ich mal, kommt er auch zu uns in den Verein, beziehungsweise Neuverpflichtung, sehr schön. Gratulation zu Ihren erfolgreichen Verhandlungen mit James Milner. Der Spieler ist auf dem Weg. Wenn er die medizinischen Tests absolviert hat,
steht er fürs Training zur Verfügung. Sie können ihn bereits für das nächste Spiel einplanen. Mit freundlichen Grüßen der Geschäftsführer. Alles klar, weiß ich Bescheid, ne? Dann werde ich ihn auf jeden Fall auch mal für Leitner einsetzen. Leitners Zeiten kommen noch, sagen wir mal so. Die, ja, also Kehl kommt auf jeden Fall. Oh, Großkreuz ist natürlich, sollte dann irgendwie auch rauskommen. Ja, dann kann ich mal hier. Kehl kommt raus, ich mag Kehl nicht, wie gesagt. So, dann mache ich zurück hier. Dann haben wir auch James Milner jetzt verpflichtet und jetzt das Team, glaube ich, einigermaßen okay. Wird seine Position in Frage gestellt? Ja, wird sie, weil er jetzt nicht mehr spielt. Ne? Transferangebot für Subotic. Ne, er ist auf jeden Fall mein Ersatzverteidiger und auch. Oh! Gegenangebot? Nein, Angebot ablehnen natürlich. Für 13 Millionen könnte ich den verkaufen, aber ich möchte das jetzt irgendwie gerade leider nicht. Beziehungsweise. Möchte ich nicht. Ach, Barcelona will jetzt auch noch Wayne Rooney haben. Also Aguero und Wayne Rooney. Ja, dann haben sie irgendwann den Top-Sturm überhaupt. Da kaufen sie wahrscheinlich noch Messi. Und die Spurs schlagen irgendwie auch zu. Die wollen hier jetzt irgendwie Suarez haben und irgendeinen anderen, irgendeinen Benzema wollen sie auch noch haben. Also irgendwie was mit denen los ist, weiß ich nicht genau. Aber da kommt, man sieht schon in Reichweite unser Testspiel und da ist es. Wizkid will bei seinem ersten Freundschaftsspiel überzeugen. Koray Günther. Was ist das denn, mein Trainer oder der Manager oder was ist das hier, komische? Hallo Chef, ich hoffe, Sie rotieren mal ein bisschen und geben mir ein wenig Spielzeit. Wer auch immer Koray Günther ist, ich glaube nicht, dass ich ihm viel Spielzeit, vielleicht ein, zwei Mal einwechseln oder so. Aber, ja, oder vielleicht, also allgemeine Testspielen werde ich allgemein so Spieler, das heißt Spieler mal ein bisschen, also ich mache das immer so, im ersten Testspiel mache ich meine ganz normale Formation, dann im zweiten Testspiel die zweite Formation und wenn ich dann noch ein paar Spiele übrig habe, kommen die eventuell sogar noch im dritten Spiel nochmal zum Einsatz. Oder sonst halt wieder die erste Formation dann. Damit ich halt alles immer so ein bisschen testen kann, wie die sich so machen. Und ja. Dann, ich denke mal, ich werde die Partie hier, beziehungsweise die nächste Partie in der nächsten Folge, also ich werde dann immer pro Folge mal eine Partie machen. So, dass das halt dann auch hinkommt. Und ja, ich kann noch mal kurz was gucken hier. Trainer Brühl ist, glaube ich, nicht so wichtig in meine Jobs. Zurücktreten kann man natürlich auch. Rücktreten nicht, aber zurücktreten, ja. Genau, Verträge. Die muss man auch alle verlängern irgendwann. Dazu komme ich aber später dann. Und ja, wir haben jetzt James Milner gekauft. Haben unser Aufstellung erstmal komplett auf jeden Fall gut zusammengestellt und ja, ich denke, wir sind fürs nächste Spiel auf jeden Fall gut vorbereitet. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ja, haut rein.